Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Rüdiger. Hallo. Ja, wir sind heute hier an einem speziellen Ort. Wir haben ja schon beim Interview mit Tobi Jänicke versucht, ein bisschen was zu machen, was passt. Und ja, das hier ist auch ein Ort, Sulzbach, Markt. Der kleine Italiener, der hat einen gewissen Bezug zum ersten FC Saarbrücken. Ne? Und, ja. Aber du warst zum ersten Mal heute hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Ja. Hast eben den Papa kennengelernt von Calogero. Ja. Ein sehr netter Mann. Sehr gutes Restaurant. Das testen wir nachher auch noch. Die Saison ist jetzt 2 Wochen zu Ende. Es sind noch 12 Tage bis zum Trainingsauftakt. Ja, es sind noch keine Neuverpflichtungen da. Wie ist denn der Stand der Dinge so insgesamt bei den Planungen und was erwartet uns noch bis zum 26.? Ja, es sind noch keine Neuverpflichtungen offiziell. Letztlich sind wir auch dran, gerade die Vertragsverlängerungen auch zu machen mit den Spielern, die nicht verabschiedet wurden. Da bin ich guter Dinge, dass das auch funktioniert jetzt. Das ist jetzt einfach, fehlen da noch die Unterschriften, aber das ist immer bei vielen einfach klar. Letztlich haben wir 1-2 Zusagen auch schon bezüglich Neuverpflichtungen. Ja. Am Ende werden wir das dann auch verkünden, wenn das wirklich alles unter Dach und Fach ist. Und da bin ich mit Jürgen Luginger im täglichen Austausch, wo wir uns treffen, wie ist der Stand, dass wir da auch zum Trainingsstart dann entsprechend auch noch ein paar Spieler auch verpflichten werden. Und bin da guter Dinge, dass wir einfach da eine gute Mannschaft auch auf dem Platz haben. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, jetzt nicht Spieler zu verpflichten, dass wir jetzt auch schnell jemand verpflichtet haben, sondern auch darauf zu achten, was einfach letztes Jahr eine große Stärke war, dass diese Geschlossenheit, diese Mannschaft, der Charakter der Mannschaft einfach eine große Bedeutung hat und da großes Augenmerk auch darauf liegt, dass das auch wieder funktioniert und wieder passt. Weil ich glaube, das ist das, was auch jeder sehen möchte, dass eine Mannschaft zusammenspielt, zusammen funktioniert, zusammenarbeitet, dass man dann erfolgreich sein kann. Ja, jetzt gab es gestern einen Rückschlag, muss man sagen. Dave Gnase hat sich für den VfL Osnabrück entschieden. Das ist ein Schlag ins Kontor, oder? Ja, klar. Ich glaube, für jeden Fan, aber auch insbesondere für mich. Ich glaube, wer die 2 Jahre von Dave verfolgt hat in Saarbrücken, waren, glaube ich, 1,5 Jahre, die eher unglücklich waren und man ihn vom Hof jagen wollte. Ich glaube, im Winter gab es da oder schon mal oder im letzten Sommer so Thema, wenn es nicht besser wird, dann muss er im Winter vielleicht sich überlegen, wegzugehen. Ich glaube, bei mir hat er immer gespielt. Ich sage jetzt mal auch immer gute Leistung gebracht und deswegen war er da sehr, sehr bemüht, auch mit ihm zu verlängern und auch schon zu einem frühen Zeitpunkt auch mit ihm zu verlängern. Egal in welcher Liga das ist, weil es schon ein Eckpfeiler ist. Von daher haben wir da gekämpft, sind da bis an die Schmerzgrenze, bis über die Schmerzgrenze irgendwo auch gegangen. Letztlich war es, glaube ich, für Dave eine sehr schwierige Entscheidung, weil er auch weiß, was er an Saarbrücken hat, was er weiß oder welchen Stellenwert er auch bei mir hatte. Und trotzdem war einfach auch immer Thema in den Gesprächen, zweite Liga, zweite Liga, zweite Liga. Und er ist in einem Alter, wo man einfach das dann auch respektieren, akzeptieren muss, dann diesen Schritt zu gehen. Am Ende ist es für uns natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und müssen wir einfach sehen, dass wir diese Position dann einfach mit einer ähnlichen Qualität auch wieder bestücken können. Ja. Ginge das auch mannschaftsintern durch Luca Kerber zum Beispiel, der ja Vertrag hat und auch bleiben soll? Ja, am Ende Luca Kerber kann die Position spielen, am Ende Manuel Zeitz. Kann die Position spielen. Ich glaube auch von seinem, von seiner Historie her seine Lieblingsposition. Ja. Wobei ich, so wie er jetzt in der Dreierkette gespielt hat, gespannt bin, wie er jetzt darauf antworten würde. Ich glaube, das hat richtig gut gepasst, gut funktioniert. Von daher sind wir schon auf der Suche auch nach einem Qualitätsspieler für diese Position, der das auch erfüllen kann. Ja. Das ist klar, dass man da noch Ersatz braucht. Wie ist denn eigentlich die Situation bei Lukas Böder und Julian Günther Schmidt? Die sind ja auch gegenwärtig noch ohne neuen Vertrag, aber ihr wollt mit den beiden ja weiterarbeiten. Ja, klar.
Das ist, glaube, das war bei beiden Spielern auch zum Zeitpunkt, wo noch nicht feststand, in welche Liga das gehen wird für uns, wo wir gesagt haben, wir wollen einen Vertrag verlängern. Und da sieht es jetzt auch aus, dass die auch hier bleiben werden. Ich denke, dass wir da auch in den nächsten Tagen dann auch das offiziell verkünden können. Trotzdem tue ich mir schwer damit, zu sagen, wenn jetzt nicht wirklich die Unterschriften unter dem Vertrag sind, zu sagen, die bleiben definitiv hier, weil am Ende ist das, was noch fehlt. Aber das ist ja das, was ich angedeutet habe, dass wir da mit den Spielern einfach sehr weit sind und dann auch das funktionieren wird. Manuel Zeitz ist auch so weit, da fehlt nur noch, glaube ich, eine Marginalie, die... Diese Marginalie fehlt schon sehr, sehr lange. Ich glaube, genau. Das ist ein Thema, das von seiner Seite kam, wo wir versucht haben, umzusetzen. Das lag dann am Ende jetzt nicht am Verein, sondern an einem Detail im Vertrag drin, auf seinen Wunsch hin. Und da sind wir eigentlich auch schon sehr, sehr lange klar. Ich glaube, das ist immer wieder auch erwähnt worden. Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Und Manu wird auch hier bleiben. Er wird am 26. auflaufen. Ja, es war eigentlich lange klar. Am Ende ging es halt wirklich um ein Detail auf seinen Wunsch hin, das wir versucht haben umzusetzen. Ja. Jetzt ist die Kritik laut geworden, dass alles ein bisschen sehr spät kommt. Wie gesagt, noch keine Neuverpflichtung, 12 Tage vor dem Saisonstart oder Trainingsauftakt. Meine Information ist, dass der Vorstand das auch so beschlossen hatte, dass man einfach auch sehr spät erst in die Verhandlungen geht, zumindest mit den Spielern, wo es nicht klar ist. Denn man hat vor 2 Jahren vor dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern schlechte Erfahrungen mit der anderen Praxis gemacht, dass man eben sehr vorzeitig verlängert hat. Es gab diese Gespräche im Winter schon, wo wir gesagt haben, wie gehen wir vor, es sind viele Verträge, die auslaufen. Und es war dann aus den Gesprächen aus der Vergangenheit auch diese Erfahrung, vielleicht vor 2 Jahren, aber auch von vor 6, 7, 8 Jahren, wo man eine ähnliche Situation vielleicht hatte, wo man gesagt hat, wir lassen das relativ lange offen. Und es war auch bei vielen auch relativ offen, um im Grunde die Spannung auch hochzuhalten, dass jeder Spieler im Grunde an seinem Leistungsmaximum auch ist. Und am Ende kann man jetzt sagen, wir sind nicht aufgestiegen, haben das Ziel verfehlt. Und trotzdem, wenn man sich diese Spiele anguckt und wie jeder Einzelne, wenn er gespielt hat, seine Leistung gebracht hat, ging dieser Plan zumindest, dass die Spieler einfach Leistung bringen, definitiv auf. Natürlich kann man jetzt sagen, der ein oder andere hätte gerne früher eine definitive Entscheidung gehabt. Nur weiß ich halt auch nicht, wie eine definitive Aussage im negativen Fall im März vielleicht von jemandem aufgenommen wird, wie er dann vielleicht dann im März, April leistungsbereit ist. Wie er dann auch noch einfach leistungsfähig ist und für die Mannschaft eine Unterstützung darstellt. Und ich glaube, das war die Erfahrung aus der Vergangenheit, aus dem Vorstand, zu sagen, man hat das offen, muss dann jetzt letztlich dann auch mit den Konsequenzen leben. Und trotzdem auch, was ich angedeutet habe, hatten wir ja auch mit den Spielern, wo klar war, wir wollen als Verein in die zweite, dritte Liga mit diesen Spielern gehen, auch schon frühzeitig dann Ende April, Anfang Mai Vertragsangebote dann vorgelegt. Ja. Gut, es gab so ein bisschen das Problem, dass verdiente Spieler quasi nachher so verabschiedet wurden, wie halt Leute, die nur einmal eine Halbzeit gespielt haben, beim letzten Spiel im Bild. Und das war es dann, das war ein bisschen schwach, oder? Kann man dran arbeiten? Kann man dran arbeiten. Am Ende war es dann irgendwo der Zeit geschuldet. Man wollte, also war Thema, ob man das am letzten Spieltag, Punktspieltag macht. Ich glaube, das war auch aus der Mannschaft heraus definitiv nicht gewollt, weil am Ende bin ich auf den Mannschaftsrat zugegangen, zu sagen, wie soll man das machen? Den würdigen Rahmen auch zu finden, dann vor den Zuschauern, vor den Fans auch, das definitiv zu machen, kam auch vom Mannschaftsrat hin, weil es am 38. Spieltag einfach um alles ging, den Fokus auf dieses Spiel zu lassen. Dann war so eine letzte Woche, wo man noch dreimal trainiert hat, wo man noch das Pokalspiel war, dann war das vielleicht ein bisschen hektisch, war das vielleicht für den einen oder anderen einfach ein bisschen wenig. Das ist so, war einfach den Umstand dann auch so geschuldet. Und klar, die Situation kann man immer besser lösen. Man muss einfach aus der Situation dann lernen, gucken, für die Zukunft vielleicht dann Sachen besser zu machen. Aber ich glaube, so intern, auch im Austausch mit dem Mannschaftsrat, war das dann die Lösung, die auch dann irgendwo gewollt war. Okay. Gut, jetzt ist es ja so, es gibt
die Möglichkeit, ja, eine neue Mannschaft aufzubauen. Quasi ist es sogar die Verpflichtung, denn es gehen ja, ich glaube, jetzt 13 Leute im Gesamten. Also jetzt 12. 12. Mit Dave Nase 12. Ja, mit Dave 12, okay. Man hatte bisher einen ziemlich starken Mannschaftskern, der auch sehr meinungsstark war. Also man kann ja Daniel Batz, über den sprechen wir noch, nennen, Tobias Jänicke, Julian Günther Schmidt, das sind alles Leute, die sich sehr gut artikulieren können, die eine Meinung haben und die auch, sagen wir mal, in Richtung deines Vorgängers sicherlich auch ja, dazu beigetragen haben, dass es dann nicht so gut für ihn gelaufen ist vielleicht im Endeffekt. Das sind ja alles Themen, die jetzt irgendwo spekuliert werden, wie der Bezug, wie artikuliert wurde, wie kommuniziert wurde mit meinem Vorgänger. Von daher, klar, sind gerade Daniel Batz mit Sicherheit jemand, der eine starke Meinung hat. Ja. Weiß ich auch. Trotzdem eine starke Meinung akzeptiere ich gerne, wenn die Leistung genauso ist wie bei Daniel Batz. Deswegen kann man das Thema direkt auch schon aufmachen. Am Ende habe ich mich klar positioniert, dass ich gerne sehen würde, dass Daniel Batz weiter bei uns spielt. Weil ich glaube, ist der beste Torwart in der Liga. Ja. Hat uns einfach Punkte einfach auch gerettet. Und muss man einfach sehen, was in den nächsten Tagen dann auch passiert. Naja, da seid ihr ja eigentlich in einer sehr guten Position, denn es gibt einen Vertrag und ihr habt ja auch, denke ich, einen ganz wichtigen Schritt getan und den Hammer weiter verpflichtet. Und man weiß ja, dass das eine sehr gute Verbindung ist. Und jetzt kann er ja fast nicht mehr Nein sagen, oder? Ja, kann ich auch was dazu sagen? Oder ein neuer Vertrag für den Hammer. Ich war mit Hammer schon, bevor ich für mich die Entscheidung getroffen habe, als Cheftrainer weiterzumachen, im Gespräch und habe gesagt, Hammer, egal, ob ich weitermache, ob ein neuer Cheftrainer kommt, möchte ich, dass du hier Torwarttrainer bleibst. Egal, ob in der zweiten Liga oder in der dritten Liga. In der dritten Liga ist aufgrund der Konstellation von seiner Arbeit irgendwo nicht mehr möglich zu machen, weil es hört sich immer so an, er würde hier auf Minijob-Basis arbeiten, dem ist halt nicht so. Der verdient schon auch ein bisschen Geld bei uns, plus will diese Sicherheit, die er halt einfach hat durch seinen Beamtenstatus, einfach auch nicht aufgeben. Ja. Und da war einfach aus dem Gespräch heraus schon klar zu gucken, wenn es in die zweite Liga geht, wie kann man es irgendwie hinkriegen, dass das verändert wird, dass er dann komplett hier ist. Deswegen war ich mit Hammer schon sehr, sehr früh klar, dass ich weitermachen möchte und auch seine Bereitschaft einfach da auch signalisiert wurde, klar hat er Bock da weiterzumachen. Dass das jetzt nicht verschriftlicht wurde und nicht veröffentlicht wurde, lag einfach daran, dass es in dem Konstrukt, dritte Liga weiterhin als Beamter zu arbeiten, zweite Liga nicht, einfach nicht möglich war, da auch irgendwie was festzuhalten. Ja. Gut, Bernd Themsold wird auch bleiben. Ihr habt Matt Smith jetzt fest angestellt. Ja. Das ist auch ein weiterer Schritt zur Professionalisierung? Ja, also Max war ja schon mit dabei und es ist jetzt keine Entscheidung zu sagen, gegen Christoph Fuhr, sondern am Ende war es so meine Überlegung oder unsere Überlegung zu sagen, wir wollen die Kernkompetenz bei uns im Verein haben, möchten die immer vor Ort haben, greifbar haben und das ist über einen Dienstleister dann schwieriger, wobei da die Zusammenarbeit da richtig gut war, auch mit Christoph und am Ende das dann auch da von mir Richtung Mannschaft kommuniziert ist, wenn da im verletzten Fall jemand einfach zu Christoph gehen möchte, die Reha da macht, dann macht er die Reha da. Ja. Wenn er sie woanders machen möchte, wie jetzt Sebi Jakob auch, macht er sie auch woanders. Von daher war der Gedanke einfach zu sagen, alle vor Ort zu haben, greifbar zu haben und entsprechend da, klar, bin ich froh, dass das mit Max auch funktioniert hat, weil ich glaube, auf seinem Gebiet im athletischen Bereich ist er ein absoluter Experte und totaler Gewinn. Ja. Kommen wir nochmal zurück insgesamt vielleicht zur Kaderplanung. Welche Positionen werden denn jetzt eigentlich gesucht? Wir können ja mal hinten anfangen. Gehen wir aus, Daniel Batz und Tim Paterok bleiben da. Wird ein dritter Torhüter benötigt? Wir werden einen dritten Torwart holen. Ja. Ja. Auch da wieder einen jungen Torwart. Da bin ich mit dem Hammer im Austausch. Ich glaube, das hat er dann auch mehr auf dem Schirm. Ja. Welche Kandidaten da in Frage kommen? Am Ende muss man sehen, was mit Daniel Batz passiert. Entsprechend sind wir da auch am gucken, was seine Alternative wäre. Und das ist dann halt mein Bestreben, dass da relativ schnell auch eine Entscheidung dann kommen muss. Ja. Und am Ende ist, wenn man weitergeht über die Abwehr, ist die Überlegung, dann noch einen jungen Innenverteidiger dazuzuholen, um da dann gut aufgestellt zu sein.
Für die linke Seite hat man schon eine Zusage zumindest auch von einem jungen Spieler. Brian Hein ist im Gespräch. Es sind viele Spieler im Gespräch, wo ich bei manchen überrascht bin, die ich noch nie gehört habe, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Manche hatte ich Kontakt, ja, aber von daher, ich glaube, das Umfeld Saarbrücken ist sehr aktiv, sehr kreativ und auch kommunikationsbedürftig. Entsprechend lese ich manchmal Namen, mit denen ich gesprochen haben soll, die mich dann überraschen. Aber definitiv wollen wir für die linke Seite entsprechend einen jungen Spieler noch dazu holen. Marcel Gauss fehlt im Grunde noch die Unterschrift, wird bleiben. Rechte Seite ist im Grunde mit Carlo Cerro di Zotto besetzt. Entsprechend auch Lukas Böder, der eine Alternative für da ist, für die rechte Seite, der einfach gute Spiele gemacht hat auf der rechten Seite, wie auch in der Dreierkette. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein Gewinn dann für die Mannschaft. Und klar ist auch, durch den Weggang von Dave Gnase suchen wir einfach im Zentrum auch nochmal zwei Spieler. Zwei? Ja. Also er wird durch zwei Leute dann ersetzt. Ja, am Ende klar, für die Sechserposition einfach wirklich ein Spieler, wo wir sagen, der hat einfach Drittliga-Erfahrung, der hat es bewiesen, auch in der dritten Liga, vielleicht sogar schon in der zweiten Liga, auf gutem Niveau oder auf sehr gutem Niveau zu spielen. Und am Ende auch für die Konkurrenzsituation einfach auch hochzuhalten, weil ich glaube, das ist das, was uns auch ausgezeichnet hat, immer wieder wechseln zu können. Und das Ganze auch ohne Leistungsabfall. Und das will ich im Grunde auch wieder haben. In allen Gesprächen mit Neuzugängen ist das auch immer wieder Thema, dass ich Konkurrenzsituationen haben möchte, wo man sich Woche für Woche einfach auch beweisen muss. Und jetzt keine Versprechungen auch von meiner Seite kommen, zu sagen, du bist mein Mann, du musst spielen, du wirst immer spielen, sondern am Ende bin ich überzeugt von der Qualität, die sich aber trotzdem in unserem Konstrukt, im Kader durchsetzen muss. Ja. Und klar ist dann natürlich durch den Weggang von Grimaldi, von Kuni, dass wir einfach auch zwei Stürmer holen müssen, die das auch schon bewiesen haben, dass sie in der Liga auch erfolgreich sein können. In dieser Liga oder entweder vielleicht einer anderen höheren Liga? Ja, am Ende sind wir da auf der Suche entsprechend nach Qualität. Das ist ja keine Frage. Das ist jetzt irgendwelche Projektspieler zu holen, das ist auch nur eine Überlegung, wo man sagt, vielleicht unterklassig jemand dazuzunehmen. Junges ist definitiv auch Thema, aber am Ende schon zu sehen, wir brauchen da Qualität. Wir haben Qualität verloren, wollen Qualität dazu holen. Marvin Kuni ist damit aber wohl auch erledigt, das Thema, so wie ich das verstanden habe. Er will lieber in die zweite Liga. Ne? Marvin Kuni will in die zweite Liga. Dass wir da mit Bayern München gesprochen haben, dass wir mit dem Berater gesprochen haben, mit dem Spieler gesprochen haben, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ja. Kann vielleicht eine Option werden, wenn Berater und Spieler merken, ist vielleicht auch nicht die optimale Lösung irgendwo in der zweiten Liga. Ich bin total überzeugt, dass sie einfach Marvin gut tun würde, in einer guten Drittligamannschaft viele Spiele zu machen und dann auch zweistellig zu treffen. Das heißt, über 30 Spiele machen, vielleicht 15 Tore schießen und dann hat er einen ganz anderen Markt auch, wo man sagen kann, dann kommt vielleicht was wirklich zweite Liga, wo man sagt, bumm. Es ist auch wirklich so, dass es sich lohnt. Ja, das hört sich vernünftig an. Es hört sich von unserer Seite gut an. Ich weiß auch, am Ende wird er Optionen haben, irgendwo in der zweiten Liga. Und dann ist es dann einfach so, dann werden die den Schritt auch in die zweite Liga wahrscheinlich gehen. Ja, ist nicht für jeden ratsam, diesen Schritt zu machen, das denke ich halt auch. Ne? Manche sind auch schlau genug und bleiben beim FC. Ne? Es gibt ja da auch noch andere. Ja. Jo, bleiben wir bei den Neuverpflichtungen. Werden die en bloc vorgestellt jetzt, die Leute, oder werdet ihr das dann doch so nach und nach machen? Weil du sagst, ihr habt schon ein paar. Ne? Werden wir nach und nach machen. Ja, okay. Also wird jetzt nicht so sein, dass wir am 25.06. Präsentieren, hier sind die 6, 7 neuen Spieler. Dann werden wir schon, wenn das unter Dach und Fach ist, dann auch präsentieren. Mhm. Am Ende ist das Problem natürlich auch Urlaubszeit der Spieler, Erreichbarkeit. Und von daher gibt es da schon Zusagen, aber entsprechend noch nichts schriftlich Fixiertes. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da auch zum Trainingsstart entsprechend dann den Kader noch nicht voll haben, weil ich gehe fest davon aus, einfach, dass dann im Laufe der Vorbereitung einfach auch nochmal Bewegung in den Markt reinkommt. Erste Liga fängt sehr spät an, ob da irgendwelche Leihkandidaten dann auch noch auf den Markt kommen. Und
Von daher, dass wir da einfach dann auch nochmal, ich will nicht sagen Puffer haben, aber dass man sagt, wenn dann ein Spieler einfach, der super interessant ist, dass man den dann auch noch verpflichten könnte. Wie läuft denn eigentlich die Zusammenarbeit jetzt zwischen dir und Jürgen Luginger? Da muss man ja irgendwo eine Aufteilung gefunden haben. Die ist gut. Also ja, wir telefonieren viel, wir sprechen die Situation ab, besprechen einfach, wer welche Aufgaben auch jetzt gerade. Ich glaube, gerade eine wichtige Phase einfach, wo es darum geht, mit den Spielern zu sprechen, mit den Beratern zu sprechen. Und funktioniert gut. Also das ist, ich glaube, für viele Spieler ist es extrem wichtig, auch mit dem Trainer zu sprechen. Das heißt, die ganzen Gespräche mit den Spielern führe ich. Und seit Corona hat jeder die Videocalls entdeckt, wo man jetzt nicht mehr unbedingt immer vor Ort sein muss und wo man dann mit Leuten auch einen Videocall machen kann, wenn sie in Griechenland im Urlaub sind, Frankreich im Urlaub sind, wo das dann funktioniert, um einen ersten Eindruck zu kriegen. Klar, Kontakte mit den Beratern, wer auch dann vielleicht einen engeren Draht hat zu dem Berater, länger die Berater auch kennt, sprechen wir uns da, Jürgen und ich, einfach ab. Aber viele Themen dann, die mit den Beratern einfach sind, wird von Jürgen dann übernommen. Ja. Jetzt bietet sich ja in Bezug auf Frankreich eine, glaube ich, ganz schöne Option. Der AS Nancy ist leider mal wieder abgestiegen, ist jetzt in der vierten Liga gelandet. Und wir haben ja bekannterweise diese Fanfreundschaft. Viele Leute aus Nancy haben einen Blick auf Saarbrücken, wollen nicht nach Metz. Man kann also da für die nächste Saison vielleicht nochmal mit einem zusätzlichen Schwung aus Frankreich rechnen. Wird dem auch Rechnung getragen in der neuen Mannschaft? Die Überlegung gibt's. Ich glaube, der Verein hat viele positive, ich glaube auch negative Erfahrungen gemacht. Insgesamt ist der französische Markt, glaube ich, gerade die letzten Jahre extrem interessant geworden. Jetzt nicht nur für Saarbrücken, sondern für die Bundesliga auch. Wenn man sich Kader von Bayern München, Leipzig, Frankfurt anguckt, einfach sehr viele Franzosen auch drin. Von daher, wo es so viele Top-Spieler gibt, gibt es vielleicht auch viele Spieler, die dann für einen guten Drittligisten auch interessant sind. Und gerade durch die Nähe von Saarbrücken nach Frankreich, Nancy, aber auch zu anderen Vereinen dann vielleicht, ist diese Überlegung da, auch Spieler aus Frankreich zu verpflichten. Aber auch da, ob das funktioniert, wird man dann sehen. Kontakte gibt es. Am Ende muss, glaube ich, gewährleistet sein, was auch nicht immer leicht ist, dass der Spieler halt schon zumindest ein bisschen Englisch spricht. Deutsch ist dann schon eher Zufall, aber dass einfach die Kommunikation einfach auch ein wichtiger Aspekt ist. Okay, ja. Gut, da hat man natürlich mit Guido Nicolai und Soccer and More hier einen sehr kompetenten Partner direkt in der Stadt, der auch den französischen Markt ja sehr gut kennt. Der vertritt auch Niklas Szybnowski. Und wie ich heute in der Bild-Zeitung gelesen habe, hast du dich mit dem am Jägersburger Weiher getroffen. Ich habe ja schon gesagt, die Saarbrücker Fans- und Medienszene ist da sehr kreativ und lechzt nach Informationen. Von daher, klar, beschäftige ich mich mit Spielern, die hier einfach eine gute Vergangenheit hatten, die jetzt vielleicht auf den Markt kommen. Am Ende muss man schon sagen, dass Niklas Szybnowski einfach noch 2 Jahre Vertrag in Düsseldorf hat bei einem Zweitligisten. Also so Themen und Ideen, die man haben kann, die wir auch haben, müssen halt auch realisierbar sein. Und ich glaube, es Spieler, die jetzt vielleicht auch von dem einen oder anderen Verein verpflichtet werden, den hatte ich auch auf dem Schirm, kontaktiert die Spieler und ist dann aber weg von der finanziellen Machbarkeit von uns. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt, aber es sind dann einfach auch nochmal der ein oder andere Verein, der nochmal ein bisschen was anderes machen kann. Von daher auch da in der Thematik einfach Niklas Szybnowski, muss man sehen, ob das realisierbar ist, ob er dann vielleicht andere Optionen auch hat. Von daher ist es auch klar ein Thema, aber definitiv noch weg von der Finalisierung. Und da sind wir im Austausch mit vielen Spielern, um zu sehen, dass wir wirklich eine schlagkräftige Truppe dann auch haben können. Ja, es gibt noch ein paar saarländische Spieler, die sicherlich von Interesse sind. Du kennst Patrick Schmidt ja aus der
Begegnung zumindest, ja. Hin- und Rückspiel. Jonathan Mees ist, glaube ich, auch noch ja, bei Regensburg ein Thema, oder? Ist das? Am Ende sind, also ich glaube, das ist charmant, diese Spieler auch zurückzuholen, wo man, glaube ich, weiß, die werden sich einfach zerreißen. Deswegen macht man sich auch noch mal mehr Gedanken darüber, dass wie der Kader aufgebaut sein kann. Und klar ist ein Spieler, der einfach von hier ist auch, der hier groß geworden ist, schon mal hier gespielt hat, hier erfolgreich war und gerne in die Heimat möchte, selbst, ist, glaube ich, ein Gewinn, wenn die Qualität stimmt. Und das ist bei den genannten Spielern ist das definitiv der Fall, wo man einfach weiß, die werden sich für den Verein vor den Fans einfach zerreißen und eine gute Leistung abrufen wollen. Und ja. Deswegen beschäftigen wir sich mit Sicherheit auch mit diesen Spielern. Okay, das wird guter. Aber nochmal, man beschäftigt sich mit diesen Spielern. Aber man weiß noch nicht, was draus wird. Ja. Ja, ja. Deswegen, ich kann alle Fan-Wünsche komplett verstehen. Ich habe auch Wünsche. Mein Wunschzettel habe ich auch abgegeben. Das ist halt, wenn wir bei Wünsch dir was wären, ist das eine einfache Sache. Oder wenn halt nach oben hin Richtung Etat und Gehälter keine Grenzen sind, dann kann man diesen Wünsch-dir-was-Zettel dann auch wirklich erfüllen. So sind wir da schon bestrebt, einfach in unserem Rahmen die bestmögliche Lösung einfach zu finden. Ja, jetzt wurde der 5. Tabellenplatz erreicht und man muss ja sagen, es war haarscharf. Also noch knapper kann man eigentlich den Aufstieg nicht verfehlen. Was ist denn die Zielsetzung jetzt für die nächste Spielzeit? Wieder dort anzusetzen, zu sagen, wir wollen oben mitspielen, oder sagt man, wir müssen jetzt neu aufbauen, wir brauchen vielleicht das Jahr, um dann übernächstes Jahr nochmal anzugreifen? Man muss einfach sehen, wie der Kader aussehen wird. Ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Mannschaft haben. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass man sieht, dass die Mannschaft Herz hat, dass die Mannschaft einfach so, wie es letztes Jahr war, alles gibt. Wenn die Mannschaft Herz hat, alles gibt, mit der nötigen Qualität, die wir jetzt schon haben, weil muss man ja auch sagen, gibt einen Umbruch, aber trotzdem sind im Grunde 8, 9 Stammspieler weiterhin da, ja, die letztes Jahr viele Spiele gemacht haben. Also schon eine Gewährleistung, dass eine gewisse Qualität einfach vorhanden ist, auf der man aufbauen kann. Und das dann einfach zu sehen, Herz auf den Platz zu lassen, eine Geschlossenheit, einen guten Team-Spirit einfach wieder hinzukriegen, dass man einfach sehen muss, wir wollen wieder eine gute Runde spielen. In einer sehr, sehr ausgeglichenen dritten Liga, wo mit Sicherheit gerade die Absteiger nochmal sehr viel investieren werden, um direkt wieder aus dieser Liga rauszukommen. Und dass man dann einfach gucken muss, da auch wieder eine gute Rolle zu spielen, wird schwierig. Ja. Aber trotzdem bin ich ja guter Dinge, dass das auch wieder eine gute Saison werden kann. Ja. Aber fest sagen, dass der Aufstieg das Ziel ist, das willst du dir jetzt nicht erlauben. Einfach. Nein, am Ende muss, ich glaube, die Liga wird noch mal stärker. Ja. Definitiv bin ich sicher, dass die Liga noch mal stärker wird. Und dass wir jetzt nach dem 5. Tabellenplatz und ein Punkt ab weg vom Aufstiegsplatz mit Platz 10 zufrieden ist nächstes Jahr, das ist schwer zu verkaufen. Das ist schwer zu vermitteln. Von daher wollen wir einfach eine gute Saison spielen und sehen dann, dass wir vielleicht wirklich im April wieder irgendwo in der Region mit dabei ist, um zu gucken, mit einem Endspurt auch wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Aber es ist so schwer zu planen in dieser dritten Liga, erlebt man, glaube ich, jedes Jahr. Und jedes Jahr auch wahrscheinlich 10, 12 Mannschaften, die für sich intern sagen, wenn es gut läuft, können wir eigentlich aufsteigen. Ja. Und das zeigt einfach schon diese Ausgeglichenheit dieser Liga. Ja, es darf einem halt nicht passieren, dass man da unten durchrutscht. Ne? Das ist nämlich dann auch relativ schnell passiert. Ne? Man hat es ja gesehen, Aue und andere Kandidaten haben dann zwar noch am Schluss die Kurve gekriegt, aber es kann passieren. Ne? Das ist natürlich auch ein Risiko bei so einem großen Umbruch. Ne? Ja, nochmal, ein großer Umbruch. Und trotzdem war das, glaube ich, auch letztes Jahr im Sommer eigentlich fast jedem klar, der den Kader so analysiert hat, geguckt hat, dass dann schon eine Veränderung geben kann, vielleicht sogar geben muss. Letztlich war der Kader auch sehr groß. Deswegen, wenn wir jetzt 12 Abgänge haben,
heißt jetzt nicht auch unbedingt, dass man auch 12 neue dazu holen muss. Okay. Ja. Schön, dann kommen wir jetzt mal zum Ende des Ganzen. Am Sonntag ist ein spezieller Termin. Du weißt, was ich meine. Wirst du zur Auslosung fahren? Nein, werde ich nicht. Nein. Ich hoffe, dass ich zumindest mal so 4-5 Tage ein bisschen Urlaub machen kann. Ah, okay. Da werde ich dann am Sonntag wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland sein. Okay. Wer wird den Verein vertreten? Das sind wir jetzt. Ich glaube, Saarländischer Rundfunk möchte auch zu jemandem kommen. Da wird wahrscheinlich zu Jürgen Luginger da interviewen, Reaktionen einfangen. Am Ende ist, glaube ich, eine schöne Sache, dass wir wieder im DFB-Pokal mit dabei sind und freue mich einfach, dass wir ja zu Hause mit Sicherheit einen attraktiven Gegner haben werden. Was ist denn dein Lieblingsgegner? Ach, ich glaube, Lieblingsgegner ist da... Hamburg. Das ist ja nicht möglich. Das ist nicht möglich, okay. Es wird ja ein Erst- oder ein Zweitligist sein. Ah, okay, ja. Die Fanseele würde sich vielleicht sogar ein Derby wünschen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Hätte mit Sicherheit eine gewisse Brisanz. Ja. Letztlich ist es, glaube ich, für uns wirklich so, erste, zweite Liga ist, glaube ich, jeder Gegner für uns attraktiv. Und wir können es mit einer wahrscheinlich besseren Mannschaft und dann messen und wollen da dann gucken, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, um dann auch nochmal eine Runde weiterzukommen. Ja. Gut, Rüdiger, dann danke ich für das Gespräch, das sehr ausführlich war in diesem Fall und sehr aufschlussreich, wie ich fand. Wir bleiben in der Vorbereitung natürlich dran und werden sicherlich noch öfter miteinander zu tun haben. Ja. Danke dir. Gerne.